Herzlich willkommen zur Inbetriebnahme unseres Gerätesystems Evita-Familie. Mein Name ist Michael Klein, Mitarbeiter der Dräger Academy in Lübeck. Das Gerätesystem wird auf einer Normpalette angeliefert, dessen Front auch hinterher als Abfahrrampe genutzt wird. Die Abfahrrampe ist mit 4 Schrauben an der Halterung befestigt. Diese Schrauben müssen gelöst werden. Dazu gibt es an der Vorderseite einen Immo-Schlüssel. Bitte beachten Sie, dass das Gerät, wenn es von der Rampe heruntergefahren wird, nicht umkippt oder in einer Schräglage liegt. Dafür gibt es sogenannte Indikatoren. Diese Indikatoren sind an der Gerätevorderseite bzw. Rückseite montiert. Solange Sie das silberne Symbol innerhalb des Fensters sehen, ist das Gerät in einem ordnungsgemäßen Zustand. Sollte sich der Indikator in Rot verändert haben, dann ist das Gerät während des Transports umgekippt und darf nicht in Betrieb genommen werden, sondern bitte benachrichtigen Sie Ihren zuständigen Servicetechniker, der das Gerät dann überprüft und wieder instand setzt. Als nächstes befestigen wir das Bedienteil an der dafür vorgesehenen Halterungsklemme. Dazu nehmen wir den Bildschirm aus der Styropor-Sicherungsschiene heraus und befestigen den Bildschirm auf der Rückseite an der dafür vorgesehenen Halterung. Hier finden Sie die Normschiene, mit der der Bildschirm eingehakt wird. An der Unterseite fixieren wir den Bildschirm an der Halterungsklemme, entfernen die Styroporabdeckung und bringen den Bildschirm in die vordere Position. Je nach Konfiguration Ihres Gerätesystems finden Sie unterschiedliches Zubehör in Kartons auf der Palette verpackt. Hier das mitgelieferte Zubehör. Haben Sie die Neo-Option ausgewählt, finden Sie den Neonatal-Flohsensor als Verpackung mit beigelegt. Des Weiteren den Flohsensor für die Erwachsenenventilation und Pädiatrieventilation. 2 wiederverwendbare Expirationsventile, das für die Neo-Option nötige Flohkabel, eine Testlunge, den CO2-Messsensor sowie die CO2-Messküvetten. Weiterhin die für den Anschluss an die zentrale Gasversorgung nötigen ZV-Schläuche für Sauerstoff und Druckluft. Des Weiteren die umfangreiche Bedienungsanleitung zur Anwendung und Nutzung des Gerätesystems. Des Weiteren finden Sie den Halterarm für unser Schlauchsystem. Dieser Halterarm wird mit einer Normschienenklemme über die Normschiene an das Beatmungsgerät aufgeschoben und mit der Verschraubung fixiert. Im vorderen Teil des Halterarms gibt es einen Einschub für die Schlauchhalterung. Diese wird ebenfalls fixiert und angeschlossen. Im nächsten Schritt befestigen wir die zentrale Gasversorgung, in diesem Fall O2. Dazu öffnen wir die Klappe an der Geräteseite, finden hier die beiden Anschlüsse für die zentrale Gasversorgung. Der untere Bereich ist der Anschluss für die Sauerstoffversorgung. Das Kabel wird aufgesteckt und mit der Schraube handfest angezogen. Der identische Anschluss erfolgt über die zentrale Gasversorgung für R. Im nächsten Schritt schließen wir das Gerätesystem an die zentrale Gasversorgung und an das Stromnetz an. Die Evita-Familie kann mit unterschiedlichen Expirationsventilen betrieben werden. Entweder mit dem wiederverwendbaren Expirationsventil, Bestandteil des Lieferumfangs, oder optional mit den Disposable, also Einweg-Expirationsventilen. Zum Einsatz des Expirationsventils öffnen Sie die Abdeckklappe des Beatmungsgerätes, stecken das Expirationsventil in die dafür vorgesehene Halterung und arretieren das Drehrad. Nun setzen Sie den expiratorischen Flohsensor in die dafür vorgesehene Halterung. Der Flohsensor wird in das Expirationsventil eingeschoben. Als nächstes verbinden wir das Beatmungsgerät mit einem Schlauchsystem, in diesem Fall ein Einwegschlauchsystem. Wir verbinden einen Schenkel des Schlauchsystems mit dem Inspirationsausgang des Beatmungsgerätes und mit dem zweiten Teil das Expirationsventil. Das Schlauchsystem kann in die Halterung am Halterarm eingeführt werden. Der CO2-Hauptstromsensor wird auf der Geräterückseite in die gelb gekennzeichnete Box sowie auf der Stecker eingesteckt.
Um den CO2-Sensor sicher zu verwahren, ist an der Normschiene der Halter für die CO2-Messsensor aufgesteckt. Der Sensor kann dann dort eingeführt werden und ist somit sicher verwahrt. Vor dem ersten Einsatz des Gerätesystems bereiten Sie bitte das Expirationsventil und den Flowsensor gemäß der Bedienungsanleitung auf. Vor dem ersten Einsatz des Beatmungsgerätes am Patienten muss das Beatmungsgerät einem Systemtest unterzogen werden. Dazu schalten wir das Gerätesystem auf der Rückseite mit dem Hauptschalter ein und starten das Display über den On- und Off-Button.